Hey Leute, ich bin der Bruger und wir sehen heute mal ein bisschen System Shock, die Demo von dem Remake, was jetzt gerade auf Kickstarter finanziert werden soll. Ich habe eben schon mal ganz kurz reingeschaut, habe es beendet und kann euch sagen, man wird sofort auf die Kickstarter-Seite geleitet. Sie haben es schon geschafft, keine Sorge, das Ding ist schon durch. In 18 Tagen wollen sie dann eigentlich das Sammeln beendet haben, allerdings sind schon die 900.000 erreicht, die man haben wollte. Ich habe nämlich die Grafik eingestellt, bin dann kurz wieder rausgetappt. Hab's nochmal neu gestartet. Ich nehme das Ganze mit OBS auf, weil ich habe nicht die Zeit. Ja, ich bin heute spät nach Hause gekommen aus Berlin. Was? Ein Medipatch Healing Agent. Wie kann ich das denn? Lass mal gucken. Ich weiß, es ist jetzt alles ein bisschen wonky, weil ich muss alles jetzt erstmal gucken, wie es funktioniert. Reload, Explosives, klar. Indirect, Right-Click. Ah, okay. Ja, System Shock 2. Oh Leute, das war so ein geiles Spiel. Ich würde es ja gerne nochmal spielen, aber ich glaube, das interessiert keine Sau. Gut, Healing Agent mit Rechtsklick, alles klar. Obwohl es halt ein sehr gutes Spiel war, ist es doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Deswegen habe ich hierfür sehr große Hoffnungen. Mal sehen, vielleicht backe ich ja noch ein bisschen was. Weil die Backer, die kriegen es ja meistens früher. Das ist halt noch eine Pre-Alpha-Build-Demo. Ihr seht das unten rechts. Was haben wir denn hier? Stasis Complete. Subject L9546. Das sind wir, schätze ich. Und wir haben ein Neural Implant, also ein neurales Implantat bekommen. Und die Heildauer war 6 Monate, alles klar. Cryogenic Healing complete. Please proceed to reception to collect your personal belongings and check out. Ja, wir werden jetzt quasi rausgeschmissen. Also unsere Operation ist zum Glück erfolgreich verlaufen. Wir haben ein Neuralimplantat. Ich weiß leider nichts über den ersten Teil. Ich habe nur den zweiten gespielt, aber im zweiten hatte man ja auch die Möglichkeit, mit diesen Neuralimplantaten zu arbeiten und dann sozusagen auch einen Zauberer zu spielen, ja. Man hatte verschiedene Fähigkeiten wie Telekinese. Oder konnte solche seltsamen Projektile schießen. Kinetisch. Das war schon sehr geil. Und oh, guck mal, wir bekommen auch hier wieder das. Ein Rohr. Ja. Eine Leadpipe. Eine Bleirohr-Waffe. Sozusagen, ja. Sturdy Pipe. Das sieht wirklich gut aus. Was haben wir hier? Oh, ein Analyzer. This hardware item monitors the biometrics of the user. Heißt, das ist unser HUD. Ja, ich sehe es schon. Alles klar. Und Navigation and Mapping Unit. Scans Terran nearby. Nearby Terran. Also er hat sich jetzt gerade an den Kopf gesteckt sozusagen. Das ist jetzt... Oh, seht mal, jetzt haben wir einen Kompass. Ist ja wunderprächtig. Open Crate. Was haben wir hier? Ein Medipatch. Das haben wir. Und das in der Crate. Berserk Booster. A patch that temporarily increases upper body strength. Das hört sich gut an. Eine Battery. Kann nur einmal benutzt werden. Ja. Und ein Stamina-Up. A patch that delays physical fatigue in the user. Heißt, wir haben länger Ausdauer. Können wahrscheinlich besser zuhauen und verlieren dann weniger Ausdauer dadurch. Die haben wir aufgehoben. Oh Leute, das sieht gut aus. Ich liebe das jetzt schon. Es ist so ein bisschen Cyberpunk, aber ich fahre gerade total drauf ab. Was heißt aber? Es ist Cyberpunk, ich fahre drauf ab. Zack, Ende der Aussage. So, was haben wir hier? Was ist das? Ein Media Reader. This device plays locks and reads terminals. Oh Leute, gut. Ah. Ja, spricht zu uns. Lady. What? My name is Rebecca Lansing. I'm a counter-terrorism consult for Triumph. First things first. Get something to defend yourself. Moment, Moment, ich will mal. Ja, ja, ja. The comms are dead and there is strong evidence of a biological contamination on board. That's not the worst part. The station's mining laser is charging for a potential strike against Earth. Nathan Darcy is the science officer on board. He'd have information on shutting the laser down. His office is on your level near the central hub. Get there immediately. See what you can find. Okay, ich fasse das mal zusammen. Also wir sind ja wohl hier aufgewacht. Keiner weiß was. Sie heißt irgendwie und sie sagt uns, wir sollen uns bewaffnen, denn irgendwas Biologisches ist hier ausgebrochen. Und wir sollen jemanden suchen. Eine Standard Access Keycard. Na gut. Wahrscheinlich bekommen wir damit die Tür auf, schätze ich. Jawohl. Ja, tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen räuspere. Ich werde nicht wieder so laut husten. Das geschieht mir manchmal. Ist mir immer etwas unangenehm. Aber hier kann ich es leider nicht nachbearbeiten. Bams. Oh! Der hat mich getroffen. Doofes Teil. Und der hat Soda Can dabei. Eine 10 Us of Soda. Also 10 Can of Soda. Take all. Ja gut.
Das sieht echt gut aus, Leute. Ich meine, den zweiten habe ich auch gespielt, ihr wisst das. Wenn nicht, guckt's euch an. System Shock 2. Habe ich so eine Grafikmod benutzt. Oha. Ich würde mich da nicht so einfach reinlegen, wenn da die ganzen Dinger unterwegs sind. Hey, das ist eine Heilkammer. Das sieht wirklich... Es läuft noch nicht so ganz gut, merke ich gerade. Ich nehme es halt mit 60 Frames auf und es läuft gefühlt manchmal... Ja, guten Tag. Ich bin da. Oh, das ist genau deswegen, will ich mich da nicht reinlegen. Es läuft gefühlt manchmal nur mit 20, aber das ist ja okay. Es ist eine Pre-Alpha. Das ist ja nur so eine Technik-Demo, dass man sieht, was da möglich ist. Oh Gott, manchmal hängt es ein bisschen. Ich will aber nicht sagen, dass das nicht an meinem PC liegt, weil der ist ziemlich scheiße mittlerweile, leider. Entschuldigt den Ausdruck, aber es ist wirklich so. Ja, okay. Nein! Nein, was? Okay, ich nehme es mit. No response. Ja, was denn hier? Ein Torso, noch ein Bein, ja. Aber Arme will er nicht. Er hat wohl ein Faible für Beine und Torsos. Torsin? Torsi? Torsei? Torso ist es. Oh, ein Roboter. Ah. Ja, wie gesagt, es läuft noch ein bisschen holprig, aber das liegt wohl wirklich auch mit an der Demo. Alter Verwalter. Du bist der alte Verwalter, nehme ich an. Hast du was? Rubberized Paneling. Ah, so nennt man ihn also. Du bist das... Oh Gott. Ist das der Crushed Soda Can und eine Empty Soda Can? Kann ich vielleicht am Torso ein bisschen naschen. Das wäre köstlich. Ja, System Shock kennt man noch. Shodan, ne? Diese verrückte KI, die einen... Ja, komm hier. Du machst mir keine Angst. Shodan, die einen immer so ein bisschen an die Hand genommen hat. Allerdings, anfangs... Ich will es nicht spoilern, ja? Es wird auf jeden Fall sehr, sehr creepy, obwohl... Oh. Wie ist wohl der Code? Ich komme leider nicht drauf. Schauen wir uns erst noch ein bisschen um. Es wurde zunehmend... unheimlicher und das Ende war grandios. Also ich muss sagen, der erste Teil, von dem habe ich so gar nichts vernommen, aber der zweite, das war ein Meisterwerk, wenn ihr mich fragt. Und den kann man auch heute noch ganz gut spielen, auch wenn er schon sehr in die Jahre gekommen ist. Hallo? Wo sehe ich denn eigentlich meine Ausdauer? Ich habe keine Ausdauer. Irgendwie, ne? Ja, irgendwie, ne? We opened the crate. Crumbled paper. So. Gut. Kann ich dir den trinken jetzt? Wie kann ich dir denn? Leg die mal einfach hier rein. Geht nicht. Macht doch nicht. Increases aber body strength, ja. Ich kann die Soda leider nicht zu mir nehmen. Das scheint noch nicht möglich zu sein. Vielleicht ist es auch nicht so gedacht, dass man die konsumiert. Vielleicht kann ich die irgendwelchen Robotern in die Schaltkreise kippen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Demo geht. Ich werde sie auch nicht komplett spielen, denke ich, weil das wird zeitbegrenzt sein, wie viel Zeit ich mir dafür nehme. Oh, eine Fragmentation Grenade. Das ist ja allerliebst. Die kann ich auch in die Leiste hier legen. Kann ich mir in die Leiste legen? Oh, oh! Okay, da kann ich mich aufladen. Das kribbelt wohl nur ein wenig. Aber was habe ich jetzt gemacht? Ich meine, natürlich, ich habe meine Batterien aufgeladen, aber... Was kann ich... mit vollen Batterien anfangen. Warte, lass mich hier mal ganz kurz die Option. Ich weiß, es ist manchmal etwas störend, aber... So. Run, aim, aim mit Maus 4. Das ist ja interessant. Lean left, right, das brauche ich eigentlich nie sowas. Auch, ich weiß, es ist natürlich dafür gedacht, dass man schleicht, aber... Naja. Alpha 1, 2, 3, 4. Ist das schon? Ja, ist schon die 1. Okay, hab's nur überprüft. Crouch, reload, explosive. Mit G Granaten werfen. Gut, dann muss ich die gar nicht... in die Leiste packen, glaube ich. Ich finde es sehr angenehm, dass man mit der rechten Maustaste Gegenstände benutzt. Das fand ich auch schon im zweiten sehr, sehr gut. Ich meine, da war es nämlich auch schon so. Ach, ich habe den Code erraten. Oh Gott! Oh Gott! Was bist du denn? Oh, das sieht so grafisch aus. Ich meine, im zweiten gab es auch so Viecher, aber die sahen nicht so heftig. Alter Schwede! Da gab es ja mehr Roboter und... Boah, bist du ein Hässlon. Welcome back to Citadel Station. Was? Ja. Oh! Verpiss dich! Meine Fresse, erschreck mich doch nicht so! Ah ja. Au! Ah, ich hab was für dich, guck mal. Oh nein, die Tür! Oh, ich... Ah! Ich hänge! Wie kann ich die Granate? Werf doch die Granate jetzt mal, meine Güte. Er schmeißt die Granate nicht. Ah! Du Ekelhaftes. Oh, meine Güte! Ja, ein Humanoid...
Humanoid Mutant. Ne, Humanoid Mutti ist das. Ah, ich hab mal das Medipack. Ist ja wurscht, ich muss nicht sparsam sein. Ich muss hier nicht auf irgendwas hinarbeiten. Und es halt auch nicht sehr viel. Aber gut. Kann ich die Granaten nicht schmeißen, sag mal. Kann ich die auf die zweite? Wenn die auch nicht, warte mal. This gray mental fragments make an ideal anti-personal weapon. Ja, ja, ja. Ist schon gut. Ah, du schon wieder. Ah, ich komme nicht ran. Naja. Ein Midi-Patch. Das ist ja nett. The switch needs power to operate. Circuit is incomplete. Also der Stromkreislauf ist nicht ganz fertig, ne? Nee. Boah, sieht das aus? Der hat das angeknabbert. Meine Fresse und noch mehr Feinde. Komm her. Nehmen wir hier so ein Upper Body Strength. Boah! Ich merke da nicht sehr viel von. Okay, doch. Ich merke was davon. Ein Human Arm. Jetzt kann ich den aufheben, oder was? Boah, die ganzen Kerle hier, die sind alle auseinander. Group A Access Keycard Pickup. Ja. Habe ich wohl aufgenommen. Leute, ich habe irgendwie wieder Bock auf System Shock, aber es ist halt doch sehr... Man kennt es jetzt schon. Und es ist wirklich ein bisschen altbacken, wobei diese Mod doch einiges wieder rausgeholt hat. Aber auch da sind die Leute anderer Ansicht als ich wahrscheinlich, weil es gab einige, die dann sagten, nee, komm, lass doch mal das alte. Lass doch mal die alte Grafik. Aber ich fand die neue auch ganz schick, muss ich sagen. Und man kann ja auch mal versuchen, Neues zu probieren. Also ich fand es dann nett, muss ich sagen. Die neue Grafik, das neue Grafikgewand. Boah, sieht das ja aus. So, es ist unheimlich, aber zugleich auch sehr ansprechend. Es will mich natürlich... Oh Gott. Ich habe natürlich gleich richtig Bock, hier weiterzumachen. Aber ich weiß, es ist eine Demo. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Eine Empty Medicine Box, naja. Medical Grade Glass Beaker. Nehmen wir mal mit. Vielleicht kann ich ja irgendwas zusammenmischen. Wer weiß. Ich weiß ja nicht, was das hier alles soll. I wonder what's inside. Hm, ein Human Leg vielleicht. Hm, ja. Das packen wir mal ein. Was habe ich denn noch hier? Ich kann die halt echt... Ich finde es doof, dass ich die Soda nicht trinken kann. Die Batterie ist natürlich für meine Energie hier, aber was habe ich davon? Ich meine, ich habe ja im ersten Spiel keine Ahnung was gekonnt und im zweiten hatten wir diese Psi-Kräfte, diese Implantatkräfte, die haben wieder Energie verbraucht. Kannst du mal mich bitte nicht scannen? Danke. Hm. Circuit is incomplete. Maintenance access. Das heißt, wir brauchen irgendwo etwas, um den Schaltkreis zu vollenden. Frage ist jetzt wo, nicht wahr? Ich weiß auch nicht, wo man hier an den Wänden was machen kann. Nur so viel, ich bin gerade so ein bisschen... Ah, das sage ich jetzt nicht. Dann denkt ihr wieder sonst was von mir. Doch, ich bin so ein bisschen geil. So ein bisschen wuschig. Ich möchte gerne das Spiel weiterspielen, wenn es rauskommt. Ich werde es definitiv spielen, Leute. So viel sei gesagt. Ich habe halt wirklich schon die ganze Zeit vorgehabt, die Demo zu spielen. Ich wurde auch schon mehrfach darum gebeten, sie mal anzugehen. Und ja! Höret, höret, ich werde sie definitiv spielen, weil ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Und das hier ist gar nicht mal so schlecht, wie sie es hätten machen können, ne? Ja, das ist immer derselbe Kram hier, ne? Ne? Und es hat sogar noch eine Physik-Engine, die funktioniert. Das finde ich sehr, sehr gut. Nee, also Circuit, ich, warte. Body Strength. Aber Body Strength und Pain. Pain Relief. Ah, ey, was? Weg damit. Komm. Was soll ich mit den Beinen? Warum sind hier Köpfe in der Kiste, Mann? Warum? Und diese Typen, die sehen echt gruselig aus. Ich bin voll erschrocken. Guckt euch hier, guckt euch an, Mann. Das ist furchtbar. Aber genau so muss es. Finde ich. Genau so muss es sein. Ja, und jetzt ist hier Schluss, oder was? Ja, es kann natürlich sein, dass es jetzt echt alles ist. Es kann sein, dass es hier nicht mehr weitergeht. Das nehme ich sogar sehr stark an. Und wenn dem nicht so ist, dann ladet ihr doch selber mal runter, Leute. Es kostet nichts. Ihr könnt hier einfach... Googelt halt. Ich weiß nicht, wo es das gibt. Wahrscheinlich irgendwo auf der Kickstarter-Seite. Habe ich das her? Ist schon eine Weile her. Also bestimmt schon 2, 3 Wochen. Sehr, sehr schade eigentlich. Aber ich werde was backen. Ich werde auf jeden Fall was backen. So viel zumindest, dass ich das Ding früher spielen kann. Und soll's wehtun. Auch dann, ja. Auch dann werde ich ein bisschen was backen. Ja, das ist schade. Ja, ich hätte halt wirklich gerne noch etwas Energie bekommen. Etwas, wo... Also, ja, ihr versteht. Da, dass ich die Energie hier verbrauchen kann, die ich habe. Oh, ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Warte mal, ich hab doch hier eine E-Mail bekommen. Eine E-Mail. Ja? Würde sie gerne lesen. Ja, nee, ist nicht. Ist wahrscheinlich Spam und irgendwelche Pornos oder Raststätten, Treffpunkte.
Sex an Raststätten. Kriege ich sehr oft in letzter Zeit. Ihr auch? Also irgendwelche... Linda vermisst dich. Susi fand dich geil und so Sachen. Oder mein Freund befriedigt mich nicht mehr. Ach, das zähle ich euch. Das ist widerlich. Ich find's widerlich. Das sind dann irgendwelche frustrierten Hausfrauen oder irgendwelche Kerle sogar, die einem das schreiben. Nee, lass mal. Brauch ich jetzt nicht. Nee. Zeit der Experimentierfreudigkeit ist jetzt auch so ein bisschen vorbei. Ich habe wieder ganz komische Themen, Leute. Ich glaube, ich mache jetzt gleich mal Schluss. Es sieht sehr gut aus. Mehr kann ich nicht sagen. Ich werde es spielen. Hab Bock. Zockt selber mal. Ladet es runter und probiert einfach mal, wie sich das anfühlt. Natürlich ist es ein bisschen wonky. Ich nutze das Wort in letzter Zeit gerne, obwohl ich nicht genau weiß, was das heißt. Es ist halt so ein bisschen holprig. Und die Steuerung ist auch nicht so gut. Aber für eine Pre-Alpha natürlich macht es einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ja, backt das Ganze, bitte. Wenn ihr das Spiel wollt, tut das. Ich meine, die haben jetzt schon die 900.000 erreicht, aber... Mehr ist immer gut. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie das irgendwie... dass sie das irgendwie nutzen und in die eigene Tasche stecken. Also wer jetzt so Ambitionen zeigt, ich glaube, die werden da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ins Voice-Acting und so weiter und so fort. Ihr versteht. Ich danke euch fürs Zusehen, liebe Leute. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr dazu denkt. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch sowas zusagt. Solche Projekte, solche Produkte hätte ich beinahe gesagt, aber auch das, ja. Es zeigt mir einfach, dass ihr das gut findet, was ich mache und was das Spiel hier ist. Ne? Ich danke euch, wir sehen uns zu einem anderen Projekt oder zu einer anderen Sache. Euer Bruga, hab euch lieb, Küsschen.